Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über den Bundeshaushalt. Christian Lindner höchstpersönlich hat einen Artikel dazu im Wirtschaftsdienst veröffentlicht und den müssen wir uns ganz genau mal anschauen. Ja, ich würde sagen, leg mal los, was steht da so drinne? Ja, in diesem Artikel rechtfertigt er seine aktuelle Haushaltspolitik, um es mal ganz neutral zu formulieren. Finanzpolitische Zeitenwende, das Fundament für Wachstum schaffen. Wachstum soll laut Lindner beispielsweise durch das Wachstumschancengesetz geschaffen werden. Ich lese mal den fraglichen Absatz vor. Rund 90% der gesamtwirtschaftlichen Investitionen werden in Deutschland im Privatsektor getätigt. Der Referentenentwurf zum Wachstumschancengesetz des Bundesfinanzministeriums setzt an diesem Hebel der Kapitalbildung an, indem er die Spielräume für mehr private Investitionen und Innovationen erweitert. Ja, eine Steuersenkung von knapp 6 Milliarden Euro, von etwas mehr als 6 Milliarden Euro, die auch erst in einigen Jahren voll greift, die also in diesem und im nächsten Jahr so gut wie nichts am deutschen Wachstum ändern wird und danach auch nur sehr, sehr bescheidene Auswirkungen haben wird. Und die zudem noch von den Bundesländern und den Kommunen getragen werden wird. Also bei den Kommunalfinanzen wird das eine ziemliche Lücke reißen. Das heißt, da könnten wir jetzt zusätzlich sogar noch Einsparungen sehen. Also das hatten wir alles schon in unserer vorletzten Folge besprochen. Also dieses Wachstumschancengesetz, was wirklich nichts am Wachstum in Deutschland groß ändern wird, das wird jetzt hier als große Hoffnung verkauft. Naja, das geht ja schon mal gut los. Aber wollen wir uns davon nicht entmutigen lassen? Was steht in diesem Haushaltsentwurf? Reagiert Lindner endlich auf die Rezession und tätigt er endlich große Ausgabenprogramme? Will er endlich etwas gegen die schlechte konjunkturelle Lage tun? Jan, was steht denn da drin? Ja, das ist ja schon sehr, sehr erstaunlich. Er leitet das Ganze ein mit finanzpolitischer Zeitenwende. Und dann kommt heraus, dass er absolut nichts ändern möchte. Also er bleibt auf dem absoluten Sparkurs, wenn wir allein hier mal die Ausgaben vergleichen. Die Ausgaben im Jahr 2023, 476 Milliarden im Vergleich 2024, 400 45 Milliarden. Das heißt, die Ausgaben gehen zurück. Wir sehen hier eine Veränderung um -6,4%. Christian Lindner bleibt auf dem absoluten Sparkurs und das in einer wirtschaftlich sehr, sehr problematischen Lage. Und das ist ja eigentlich auch noch der Witz daran. Der Staatshaushalt ist nicht diskretionär. Das bedeutet, er kann das eigentlich gar nicht so genau planen. Wenn wir jetzt uns einfach mal die wirtschaftliche Situation anschauen, Deutschland befindet sich in einer leichten Rezession. Zum Beispiel, wenn man sich den Ifo-Geschäftsklimaindex anschaut, die Unternehmen haben sehr, sehr schlechte Erwartungen. Der ist jetzt viermal hintereinander schlechter geworden. Bedeutet, die Lage wird vermutlich leider noch schlechter werden. Dann werden mehr Leute arbeitslos. Die haben ein Anrecht auf Sozialhilfe. Die kann Lindner auch nicht mal ebenso abschaffen. Bedeutet, die Staatsausgaben werden dann ganz automatisch steigen. Ein Großteil der Staatsausgaben kann halt eben nicht geplant werden. Und deswegen ist also eine Netto-Kreditaufnahme, die er hier plant im Jahr 2024 von 16,6 Milliarden Euro, absolut lächerlich. Es hat nichts mit einer Zeitenwende zu tun, der bleibt auf dem gleichen Kurs wie immer. Und wie gesagt, die Planung ist absolut absurd. In einer so schlechten Lage werden die Ausgaben steigen, ganz automatisch. Da kann auch Christian Lindner nichts dran ändern. Aber was man hier definitiv positiv anmerken muss, eine Ausgabe, die kann der Bund ja auf jeden Fall sehr gut planen, nämlich seine Ausgaben für Investitionen. Und die werden von 2023 auf 2024 von 71,5 Milliarden auf 54,2 Milliarden gekürzt. Also die Investitionsausgaben werden deutlich zusammengestrichen. Das heißt, zumindest hier setzt Christian Lindner auf Sparpolitik. Also, wenn dann die Ausgaben für Arbeitslose steigen, dann ist zumindest an dieser Stelle jetzt wieder etwas mehr Geld da, damit man sich dann an die Schuldenbremse halten kann. Welche Ausgaben auch deutlich steigen werden, das sind die Zinsausgaben des Bundes. Diese explodieren von unter 5 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2023. Schuld an diesen steigenden Zinsausgaben ist, ja, sind die Zinserhöhungen der EZB, die wir ja schon in vergangenen Folgen kritisiert haben und an denen diese Bundesregierung eben nicht ganz unschuldig ist. Ich erinnere nochmal daran, der deutsche Notenbankpräsident Joachim Nagel ist einer der härtesten Falken in der EZB, der am entschiedensten Zinserhöhungen fordert. Und ja, was er ja auch noch hier schreibt, ist, man liest Lindner ja selten so ehrlich, beziehungsweise
derjenige, der ihm hier den Artikel verfasst hat, um mal etwas zynisch zu sein. Er kürzt beispielsweise auch an der Rentenversicherung. Dort soll weniger unterstützt werden, eine Pflegeversicherung. Also er schreibt hier eigentlich sehr schön, wie er den Wohlstand des Landes so richtig schön unterminieren möchte. Und so ehrlich habe ich ihn wirklich selten gelesen, dass er direkt die Stellen, wo er kürzt, dann auch anspricht, die viele Menschen betreffen. Aber du bist hier, glaube ich, zu voreilig. Also das BMF, das hat auch eine total tolle Drei-Säulen-Strategie. Also zuerst Stabilisierung in der Krise. Also damit sind die Konjunkturpakete, die man letztes Jahr beschlossen hat, gemeint. Dann Wachstum durch Angebotspolitik und fiskalische Resilienz. Warum werden diese drei Säulen denn deiner Meinung nach nicht zu einem dauerhaften Wachstum in Deutschland beitragen? Ja, ist ja schon mal sehr, sehr lustig, dass quasi die Konjunkturpakete sozusagen als beendet betrachtet werden. Das muss man ja ganz klar aus diesem Plan sehen. Also für Lindner ist die Krise jetzt vorbei. Und ab jetzt können wir quasi auf die Sparpolitik nach der zweiten Säule setzen, was komplett absurd ist, weil wir uns ja immer noch im Krisenmodus befinden. Also müsste er ja eigentlich weiterhin Konjunkturpolitik betreiben. Und auch, um nochmal auf die Angebotspolitik einzugehen, das ist ja so diese Logik der Liberalen. Das Angebot schafft seine Nachfrage selbst. Das ist halt genau das, was wir jetzt nicht sehen werden. Die Unternehmen werden gar nicht erst anfangen, ihr Angebot auszuweiten, weil die Nachfrage ja gerade einbricht an allen Stellen. Also jetzt auf Angebotspolitik zu setzen, ist also wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Vor allem einer der Punkte, die bei dieser Wachstum durch Angebotspolitik steht, ist Modernisierung des Staates und des öffentlichen Kapitalstocks. Wie gut das gelingen soll, wenn man die Investitionen zusammenstreicht und durch so ein Wachstumschancengesetz die Kommunalfinanzen weiter belastet, das bleibt mir ehrlich gesagt schleierhaft. Dann steht da noch Stabilitäts- und wachstumsorientierte Weiterentwicklung der Bankenunion, Vertiefung der Kapitalmarktunion. Also das ist einer der Punkte, wo man glaubt, das Wachstum in Deutschland durch so ein paar Regularien auf EU-Ebene groß erhöhen zu können. Also man kann sich das, also das ist jetzt einer der wenigen inhaltlichen Punkte, der da noch drin stand. Also der Rest ist wirklich liberales Bullshit-Bingo. Selbsttragendes Wirtschaftswachstum durch Steigerung von Produktivität und Ausweitung der Kapazitäten. Weiten Unternehmen ihre Kapazitäten in der Rezession aus? Nein, ein Unternehmer müsste verrückt sein, wenn er jetzt zusätzliche Investitionen tätigte, wenn eben die Nachfrage nicht vorhanden ist, die für die Produkte, die er mit diesen Investitionen produzieren will. Also es ist wirklich ein hanebüchenes Durcheinander. Aber naja. Mein Highlight muss ich auch noch vorstellen. Es geht ja ums Bundesfinanzministerium und hier steht wirklich drin, verlässlicher und glaubwürdiger Abbau hoher Schuldenquoten in Europa. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Wie kommt man darauf? Also zunächst einmal ist die deutsche Sparposition ja der Grund für die hohen Schuldenstände in Südeuropa, die deutsche Lohnpolitik der Grund für die hohen Schuldenstände in Südeuropa, die Leistungsbilanzüberschüsse nämlich, die zu den Schulden in Südeuropa führen. Das ist der Grund dafür. Und jetzt glaubt das Bundesfinanzministerium, die Schulden in Europa zurückführen zu können. Also, hä? Was ist denn da los? Und ja, also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, in diesem Artikel steht nichts davon drin, dass wir in Deutschland mal unsere Lohnpolitik überdenken sollen, sondern da steht eher drin, dass wir eine restriktive Fiskalpolitik brauchen, um die hohe Inflation in den Griff zu kriegen. Also es soll in Deutschland eher durch restriktive Fiskalpolitik Druck auf die Löhne ausgeübt werden. Also genau das ist ja der Grund, das zu schwache Lohnwachstum in Deutschland in den ersten 10 Jahren der Eurozone, dass wir diese Leistungsbilanzungleichgewichte sahen. Und jetzt ja, soll diese katastrophale Politik zumindest in Ansätzen noch weiter betrieben werden. Also ja, man fragt sich echt, wer dieses Dings hier verfasst hat. Also das ist fast so, als ob Christian Lindner einen Sprung in der Schallplatte hätte. Er bringt die gleichen liberalen Allgemeinplätze, die er schon vor 5 Jahren, vor 2 Jahren erzählt hat, ohne das an die aktuelle Situation, wo wir uns nun mal in einer Rezession befinden, anzupassen. Ohne sich mal die Zahlen anzugucken. Ohne mal darauf zu schauen, wie schlecht es unserer Wirtschaft geht. Also die deutsche Wirtschaft ist im Winter 2022/23 geschrumpft und danach ein Quartal stagniert. Also kein Wachstum. 3 Quartale in Folge kein Wachstum. Also spätestens da sollte ein Staat mal auf die Idee kommen, seine Ausgaben zu steigern und nicht zu senken. Und bei den Zinserhöhungen, die hatte ich ja eben schon kritisiert. Ein weiterer Punkt bei fiskalischer Resilienz
tragfähige öffentliche Finanzen als Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken und steigende Sozialausgaben. Also Zinsänderungsrisiken. Das ist kein natürlicher Prozess, der irgendwie herunterfällt. Das ist eine politische Entscheidung, wie hoch die Zinsen sind. Die EZB entscheidet darüber, wie hoch die Zinsen sind, und das ist dann maßgeblich dafür, wie hoch die Zinsausgaben des Bundes sind. Wenn die EZB also entscheidet, dass die Zinsen anzuheben, dann ist das ein Zinsänderungsrisiko, aber ein Zinsänderungsrisiko, an dem man politisch etwas ändern könnte. Beispielsweise, indem man Leute wie Joachim Nagel nicht in die Position hebt, in der sie gerade sind. Also, naja, aber was steht denn noch bei fiskalischer Resilienz, Jan? Was schreibt Lindner da noch? Ja, vielleicht erstmal zu dem Zinsänderungsrisiko. Für den Staat gibt es so gesehen auch kein Zinsänderungsrisiko. Zwar ist es aus Sicht der Ungleichheit natürlich jetzt doof, wenn jetzt Leute, indem sie einfach nur Anleihen halten, da kostenloses Einkommen haben. Weil wenn man sich halt anschaut, wie die Verteilung ist, dann ist halt eben nicht so, wie häufig behauptet wird, dass die Anleihen ja das Geld für den kleinen Mann sind. Das ist halt eben totaler Quatsch. Die liegen vor allen Dingen in den Bankbilanzen drin. Aber für einen Staat ist das Geld so oder so nicht knapp, also gibt es da auch kein Zinsänderungsrisiko, was den Bundeshaushalt in irgendeiner Art und Weise betrifft. Also das ist schon mal Quatsch. Und ja, schauen wir uns hier nochmal vielleicht ein paar Punkte an. Stabilitäts- und wachstumsorientierte Weiterentwicklung der Bankenunion, Vertiefung der Kapitalmarktunion, Erhöhung der Wachstumsdynamik durch Produktivitätssteigerung, Strukturreform in der EU. Das sind halt alles aktuell komplett unwichtige Sachen, in einer Krise überhaupt über solche Dinge zu sprechen. Also das ist quasi so ein politischer Zirkus, den man irgendwann mal machen könnte, wenn es gut läuft. Aber aktuell ist Christian Lindner so gefährlich für Europa, durch die deutsche Politik so gefährlich für Europa, dass solche Punkte einfach dann ja komplett unwichtig sind. Also Christian Lindner, sehr, sehr große Gefahr für Deutschland und ganz Europa aus meiner Sicht. Ja, und das verdeutlicht nochmal sehr schön dieser Satz, wo eben auch diese Zinsänderungsrisiken thematisiert werden. Der im historischen Vergleich rapide Zinsanstieg erinnert daran, dass die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung in einer unsicheren Welt mit Zinsänderungs- und Wachstumsrisiken immer sichergestellt sein muss. Also dass die Zinsänderung eben keine Risiko sind, was einfach so besteht, sondern dass das eine politische Entscheidung ist, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Aber woher kommen denn die Wachstumsrisiken? Könnten die vielleicht mit einem Haushalt zusammenhängen, der 2024 um 6,4% gekürzt wird, während wir uns in einer konjunkturell sehr, sehr schwierigen Lage befinden? Könnte es da einen Zusammenhang geben? Man kann nur mutmaßen, würde ich sagen. Ja, also der restriktive Kurs in der Krise ist eins der Hauptrisiken, und deswegen, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, das ist Bullshit-Bingo. Das passt hinten und vorne alles nicht. Lindner versteht die wichtigen Zusammenhänge nicht, dass er jetzt hier in der Krise Gas geben muss. Wie gesagt, andernfalls werden ohnehin die automatischen Stabilisatoren greifen. So viel Einfluss hat er auf die Ausgaben des Bundes nämlich gar nicht. Wenn die Leute dann arbeitslos werden, werden sie ein Anrecht haben auf Arbeitslosengeld. Insofern, den Einfluss hat er halt einfach gar nicht. Und deswegen ist es einfach nur sehr, sehr lächerlich, was er hier vorgestellt hat. Ja, er kann halt die Investitionen kürzen, das sehen wir ja schon. Und das könnte dann noch extremer der Fall sein, wenn er wirklich knallhart ideologisch diese Schuldenbremse dann noch einhalten will. Also, ja, das geht aber, wie gesagt, das wird nicht möglich sein. Ne? Wenn er jetzt dann noch mehr kürzt, dann werden halt noch mehr Leute arbeitslos und die werden alle vom Staat bezahlt und dann werden die Staatsausgaben dadurch wieder steigen. Also das ist einfach unmöglich. Also ja, unsere Prognose, ich glaube, da würdest du dich anschließen, ist, bis zur nächsten Bundestagswahl werden wahrscheinlich neue Sondertöpfe eingerichtet werden oder die Schuldenbremse wird man einfach aussetzen, da sie sich schlichtweg nicht einhalten lässt. Dieser Haushaltsplan hier mit konstant steigenden Steuereinnahmen in der rezessiven Lage, mit konstant sinkenden Ausgaben, der ist von vorn bis hinten also zusammengebastelt und hat nichts mit der wirtschaftlichen Realität in diesem Land zu tun. Für die langfristige Perspektive steht hier in diesem Papier allerdings noch etwas sehr Interessantes. Also jetzt mal von der aktuellen Lage abstrahiert, für Dinge, die erst in einem Jahrzehnt wichtig werden. Da steht, sollen die Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt perspektivisch steigen. Das wird insbesondere nach Erschöpfung des Sondervermögens Bundeswehr ab dem Jahr 2028 dauerhaft zusätzliche und erhebliche Mittel erfordern. Dies erhöht den allgemeinen Konsolidierungsbedarf zur Stärkung ziviler Zukunftsausgaben. Also
wir sollen jetzt Sparpolitik betreiben, wir sollen in Zukunft noch mehr Sparpolitik betreiben, wenn das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht ist, um zusätzliche Aufrüstung zu finanzieren. Also ich finde, das ist ein ziemlich guter Ausblick, den Lindner uns hier gibt. Also das ist ja auch das, was wir aktuell sehen. Für die Kindergrundsicherung sind gerade mal 2,4 Milliarden Euro da, während Sozialverbände einen Bedarf von ungefähr 20 Milliarden pro Jahr anmelden. Und diese 20 Milliarden, also mehr als 20 Milliarden pro Jahr, sind gerade für Aufrüstung da. Also ich finde, das zeigt auch ziemlich klar die Prioritäten dieser Bundesregierung. Ganz unabhängig davon, dass die Konjunkturpolitik, die sie aktuell macht, wirklich katastrophal ist. An dieser Stelle vielleicht dann auch noch zu Christian Lindners, ja, wie er sich sozusagen seine eigene Argumentation bekräftigt. Er nennt hier nämlich beispielsweise den IWF, der ja die gleichen Empfehlungen hat. Quasi, er hält sich ja nur an die Empfehlungen für den IWF, vom IWF für das Jahr 2024. Und das stimmt auch soweit. Die IWF ist relativ restriktiv für Deutschland für das Jahr 2024, auch weil die in ihren Prognosen von einem leichten Wirtschaftswachstum ausgehen. Sei mal dahingestellt. Aber dass er den IWF dort anführt, ist eigentlich sehr, sehr lustig, weil die IWF mahnt Deutschland regelmäßig für die Sparpolitik. Und auch in der aktuellen fiskalischen Empfehlung sagt die IWF, mittelfristig muss die Schuldenbremse aufgelöst werden. Deutschland braucht höhere Investitionen, beispielsweise halt eben in grüne Energie. Das heißt, er nimmt einfach jeden rein, der gerade mal irgendwas gesagt hat, was zu ihm passt, der aber mittel- bis langfristig komplett anderer Meinung ist. Und das benutzt er dann, um seine eigene Position zu stärken. Das finde ich immer sehr, sehr amüsant, weil der IWF ja die meiste Zeit komplett gegen Lindner argumentiert, auch vollkommen zu Recht, weil diese Sparpolitik von Deutschland, wie gesagt, so eine große Gefahr ist für Europa. Wenn Deutschland weiter spart, bedeutet das, dass die Schuldenstände in den anderen europäischen Ländern noch größer werden, die Unruhen in Europa, speziell im Euroraum, noch größer werden. Also wen er da teilweise heranzieht, um seine eigene Position zu stärken, das ist wirklich absurd. Ja, bleibt uns zum Abschluss nur zu sagen, bei dieser Politik werden die Unternehmen ihre Investitionen, so wie anfangs gehofft wurde, nicht ausweiten. Und auch da wird das Wachstumschancengesetz nicht sonderlich viel helfen. Wir befinden uns in einer Rezession. Die Lage wird erstmal eher schlimmer als besser werden. Und jetzt bräuchte es eigentlich große Konjunkturpakete, um das zu verändern. Was Christian Lindner hier vorhat, ist exakt das Gegenteil. Angesichts dessen, dass ja andere große Player wie die EZB eben auch in diese Richtung steuern, nämlich eher Investitionsverhinderung als Investitionsförderung, ja, bleibt nicht sonderlich viel Hoffnung für die nächsten Monate und Quartale. In diesem Sinne sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ciao. Bis nächste Woche.